Hallo und herzlich willkommen zurück bei Katastrophe LP aus der Red Alert Liga. Ich bin der Numerino, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe ein Spiel für euch aus unserer vierten Liga mitgebracht. Und zwar, ihr seht hier den JD gegen den Nerdy auf der Potholes Map. Hatten wir, glaube ich, in der Moderation noch nicht Potholes. Oder doch einmal? Ja, egal. Beide mit den Alliierten. Wir werfen einen Blick in die Liga und schauen rein, wie es da aktuell aussieht. Nerdy aktuell auf dem vierten Platz mit 9 Siegen, einem Unentschieden und 6 Niederlagen, 34 Punkte. Vierte Liga ist schon fast entschieden, wer aufsteigt. Oder ist eigentlich schon entschieden, die Spieler kommen nicht mehr ran. Aber trotzdem machen die Spieler natürlich hier ihre Spiele noch zu Ende. JD auf dem 9. Platz mit 13 Spielen, 3 Siegen, 2 Unentschieden, 8 Niederlagen, seine erste Saison. Und ich finde, er schlägt sich sehr, sehr gut. Und man sieht auch schon eine richtige Entwicklung bei ihm. So, wir schauen uns die Potholes Map einmal an. Wir haben hier mehrere Inseln, die alle hier mit Küsten eingerahmt sind. Das heißt, überall schmale Übergänge, die leicht verteidigt werden können. Unzerstörbare Übergänge vor allem, aber überall die engen, wo man richtig zustellen kann, aber trotzdem von allen Seiten irgendwo begehbar. Mittelgroße Erzfelder, ein paar Gems verteilt und genug Ressourcen und Platz zum Bauen vor allem. Gut, man hat richtig viel Platz zum Bauen für die beiden Spieler. Wie bauen sie sich auf? So, wir haben den Nerdy, der hier eine Raffinerie, Radar und Kaserne. Das ist neu, auch für mich. Geht hier noch nicht Richtung Waffenfabrik und Werkstatt, Richtung nächsten MBF. JD mit einer 2-Raff-Strategie. Ja, 2 Raffs hier. Ja, eine hier. Die nächste vielleicht eher hier in der Ecke. Wäre besser gewesen, kurz mit Kraftwerken vielleicht vorbauen oder mit Silos. Silos sind nie verkehrt. Und dann näher dran platzieren, weil die ist sehr weit weg. Hier hätte zweiten Sammler kann man nehmen, aber dann aus einer Waffenfabrik produziert ist besser. So, hat hier eine schöne Insel zum Verteidigen, kann hier nach unten, nach links fahren. Und wir sehen es auch schon, die beiden Spieler sind fleißig im Erkunden. Sicht von Nerdy, der fährt hier gerade mit dem BMT einmal durch. Ist aber auch schon quer durch die Insel gefahren. Und JD auch schon. Hat auch schon hier den Nerdy gefunden, fährt gerade links hoch zum Erkunden und schaut sich an, dass er ein bisschen aufdeckt. Ganz wichtig, um zu sehen, wo der Gegner hin expandiert. Denn nicht, dass da auf einmal, wir haben es schon ein paar Mal gesehen, so eine böse Überraschung vorsteht. So, und da müssen wir aufpassen. Wir haben 10 Minuten Cooldown, das heißt keine aktiven Angriffe. Das hier ist ein passiver, aber Sammler müssen auch vor passiven geschützt werden. Geht der auf gelb runter, fängt man zu rauchen, ist das eine gelbe Karte, Punktabzug in der Liga. Wird der noch zerstört, gibt es eine zweite hinterher. Und so weiter. Limit ist da nicht gesetzt. So, Erkundung läuft. Ja, da unten hingesetzt, ne? Auch so ein bisschen. Ne? Sieht der Nerdy auch gar nicht, ne? So nach dem Cooldown, nach dem Ablauf, erstmal schön hier unten rein fahren. Vielleicht fahren die ja hier noch weg. Nerdy kann es nicht sehen, JD sieht es ja so ein bisschen. Ja, vielleicht ein kleiner Überraschungsangriff hier direkt nach dem Cooldown. Wir sind in Minute 4, haben wir fast erreicht. Fast 4 Minuten rum. So, Werkstatt ist noch nicht. Waffenfabrik, nächster Sammler wird gebaut. Also JD bekannt dafür, dass am Anfang viele Sammler baut. Muss man wirklich situativ ein bisschen aufpassen. Auf der Map jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Da ist Expansion vielleicht wichtiger. Da sind die kleinen Felder hier einfach zu klein. Die sind schon abgeerntet. Ja, dann werden die hier rüber fahren, haben schon lange Wege dann hier rüber und das Feld werden die auch sehr schnell abgeerntet haben. Da auf jeden Fall aufpassen, Tech-Zentrum schon draußen beim Nerdy. Noch bevor er die Werkstatt draußen hatte. Ja, Werkstatt sehe ich hier nicht, auch nicht verkauft, die Einheiten dafür. Also geht hier Richtung Vollsicht, frühe Vollsicht, da kommt nämlich jetzt erst die Werkstatt. Ein paar Spione hat er auch schon gebaut. Der Nerdy hier, ne? Da kann man sehen. 2 Sammler hier auf seiner Hauptinsel. Da bin ich mal gespannt. Ich finde die Position vom Nerdy auch besser. Man hat hier oben das kleine Einfallstor.
Ne, was man aber hier unten dicht machen könnte. Sonst hat man nur diese Position hier und die kann man so gut mit Türmen dicht machen, gerade weil die eine lange Enge ist. Also da können nicht mal ein Angreifer auf breiter Front die Türme angreifen. Finde ich eine sehr, sehr starke, stronge Position hier reinzukommen. Unheimlich schwierig, wenn die ein bisschen eingebaut ist. Und wie gesagt, Frontbase hier hinbauen, auf diese Insel, vielleicht hier auf diese Höhe hier. Dann hat man hier links das und von rechts und auch von unten im Griff, kann das hier alles abhalten. Ah, hier links könnte man auch einfallen. Genau, dann vielleicht auch hier was hinstellen. Ja, auf jeden Fall diese Insel hier. Und dann hat man die Hauptinsel oben auch schon wieder gut abgedeckt. So, hier kommt der Bau beim Nerdy raus. Der geht Richtung Expansion. Hier auch das Tech-Zentrum raus. Aber auch beim JD ist der Bau raus. Etwas über 5 Minuten, fast 16 Minuten haben wir. Finde ich, ist eine ganz gute Zeit. Klar, geht schneller, aber hey Leute, wir sind in der 4. Liga. Hier dürfen auch Leute spielen, die nicht jetzt hier komplette Schwitzer und Pro sind. Dafür haben wir die 1. Liga und auch zum Teil die 2. Denn wir wollen hier jedem auch die Möglichkeit geben, mitzuspielen. Deswegen 4 verschiedene Ligen. Und den Leuten gefällt's. Was ich bis jetzt mitgekriegt habe, die meisten, die kommen, die bleiben auch. So, und das finde ich jetzt ganz interessant. JD fährt jetzt nach hier oben hin. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr starke Offensivposition. Weil wenn er sich hier verfestigt, auf der Insel, hat der Nerdy ein Problem. Er muss hier den oberen Übergang immer dicht halten. Und er kann ihn nicht so leicht dicht halten, er muss ihn mit Panzer zustellen, was Ressourcen bindet, weil hier oben noch kein Platz zum Bauen ist. Dafür muss er erst abgeerntet werden. Und hat gleichzeitig hier auch den schnellen Zugang von unten. Somit muss Nerdy seine Hauptbase immer verteidigen. Wo fährt eigentlich der MBF von Nerdy rum? Gerade. Da ist er. Der fährt nach links. Möchte hierhin expandieren. Wir sind in Minute 7. Schwierig. Aufpassen. Hier oben stehen Erkundungseinheiten vom JD rum. Das hat der Nerdy aber gemerkt. Hat gerade die Vollsicht bekommen. Und da JD keine Schattengeneratoren gebaut hat, kann er auch alles einmal sehen. JD hat noch keine Vollsicht. So, baut sich jetzt hier oben hin. Sichert sich damit eine direkte Nachbarschaftsposition. Oder hier von mit Helis von hier, ne? So kurze Wege. Ganz gefährlich. So, hier im BMT aufpassen. Der muss weg. Wir haben noch 2 Minuten 20. Ja, Nerdy hat's gemerkt. Fährt ihn zur Seite. Sammlerschutz im Cooldown. So, Bau aufgebaut. 2 Kanonentürme. Ja, er weiß ja, was hier oben steht. Dass er ein bisschen Schutz hat, bevor er hier eine andere Stelle. So, hier Frontwaffenfabrik, sehr stark. Und auch die ersten Einheiten kommen rüber. Ja, hätte man auch vielleicht hier lassen können. Als Backup. Hat JD mittlerweile Vollsicht? Nein, hat er noch nicht. Aber er fährt sie hier oben schon mal rum, um direkt hier oben mehr Schlagkraft zu haben. So, und jetzt seht ihr, was passiert. Nerdy muss nämlich hier oben schon vorborden. Weil auch diese Base ist hier dadurch in Gefahr. JD kommt ganz leicht hier rüber. Also Nerdy hat hier map-taktisch ein Problem. Das ist unproblematisch. Weil das sind Pathfinding-Probleme. Man sieht, dass die weit über die Map geschickt worden sind und dass die jetzt hier außen rumfahren und die Schützen mitnehmen. Das war unabsichtlich. Das erkennt man, wenn man das Spiel ein bisschen kennt. Die sind nicht extra geschickt worden. Das konnte man sehen und deswegen alles gut. Ist halt ärgerlich, aber nicht kritisch, weil ich hier JD zustellen. Damit er nicht noch mehr rüber schicken kann. Stell das hier zu, dann kann ich durchfahren. Kommt nämlich schon wieder 3 Panzer. Schön hier den Übergang dicht machen. So, das war der 9-Minuten-Blitz. Das Zeichen für die Spieler, dass noch 1 Minute Cooldown ist. So, hier fahren ein paar Panzer runter. So, Nerdy stellt sich schon mal hier hin. Der hat ja natürlich jetzt auch die hier gesehen mittlerweile. So, hier macht er dicht. Ja, hier oben wäre vielleicht besser gewesen, aber hier unten auch nicht schlecht, dich zu machen, ja. Oh, hier eine Kanonentürme schon dicht gemacht, sehr gut. Schöner Rush-Schutz von der Seite, aber deswegen brauche ich hier eigentlich nicht dicht machen. Könnt ihr jetzt noch hier vorstellen. Oder mit hier vielleicht als Backup in der Hauptbase lassen, Chronopanzerschutz, ne. Ein paar Panzer hier lassen, gar nicht verkehrt, aber JD fährt jetzt hier links rüber. Ah, er will die vereinigen, kann aber nicht. 10 Sekunden noch, dann ist der Cooldown um. Ich denke, hier links
wird es direkt knallen. So, das ist Passivfeuer, aber vorsichtig. Aber nicht schlimm, denn da ist der dritte Blitz. Das heißt, das Cooldown vorbei, es darf angegriffen werden. Kein Schutz gilt mehr. Und jetzt rein. So, jetzt reinfahren, Jedi. Jetzt reinfahren. Macht er nicht. Schade. Ich dachte, er fährt jetzt rein. Na gut, die Einheiten, die snackt sich der Nerdy hier oben einfach mal weg. Die auch. Da hat der JD nicht reagiert. Entweder angreifen oder wegfahren. Hat er nicht gemacht. So, hier, da ein paar Panzer vom Nerdy. Schon mal vorgebordet. Und JD fährt jetzt hier rum. Hat er mittlerweile Vollsicht? Ja, hat er. Kann auch alles sehen, weil auch... Oh, hier. Ein paar Schützen, die sich hier... das Tech-Zentrum haben wollen, holen haben wollen, snacken wollen, hat auch nicht geklappt. Hier nimmt sich der JD die paar Panzer vom Nerdy raus, die hier standen. Und Nerdy richtig eingeengt. So, vorsichtig, wieder beschleunigt, müssen wir aufpassen, ein Stück zurück. Da nimmt sich hier die Panzer weg. Und, hoppala. Ja, und kann hier oben jetzt... schon mal wieder ein paar Kräfte binden, weil jetzt muss Nerdy hier was hinstellen. Genau, ja, nicht so weit nach vorne, hierhin reicht. Da hast du deine Türme beschützt. Hier nicht. So, hier kommt auch Verstärkung, hier wird dicht gemacht. Hier noch keine Waffenfabrik, eine zweite. Nerdy fährt weiter auf einer. JD auch kohletechnisch nicht stark unterwegs, obwohl er doch eigentlich... Ja doch, hier hat er, er muss weiter expandieren. Weil auch das Feld ist gleich weg. Er ist weiter mit 4 Sammlern hier auf seiner, auf seinem Startplatz. Das wird nicht mehr lange halten. Jetzt bin ich gespannt, was sie machen. Hier, hier ist ein Schattengenerator gekommen. Was steht hier noch rum? Ja, ein einzelner Spion vom Nerdy, ne? Ja. Ja, Sir. So, hier sieht JD nichts mehr. Jetzt kommt hier auch die Waffenfabrik, die zweite. Und damit Verstärkung auf der Seite für Nerdy. Damit ist das Durchkommen hier immer schwieriger geworden. So, aber JD will hier unten rein. Ah, da könnte auch Erfolg haben. Muss aber erstmal die beiden Türme loswerden. Nicht einfach durchfahren. Nee, nicht einfach durchfahren. Das ist zu eng hier. Nee, 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 nee. Ah, ja, ja. Hm. 3 Panzer sind durchgekommen. Der Rest kommt gerade. Jetzt nimmt die Türme hier raus. Oder verweitern in die Panzer mit. Nee, er geht hier auf den Bunker. Gerade der Bunker ist ja gerade unwichtig. Er will das Tech-Zentrum haben. Will dem Nerdy hier die Sicht nehmen. Oh, schafft er das? Das wäre hart für Nerdy. Ja, kriegt er. Damit Nerdy blind. Und noch ein paar Schüsse hier auf dem Bauhof. Rausnehmen wird er nicht. Aber die Reparatur, die kostet auch wieder Geld. So. Was macht er jetzt? Jetzt bin ich gespannt. Setzt er nach. Hier hält er nur weiter dicht. Hier ist der nächste Bauhof vom Nerdy. Nerdy möchte expandieren. Ja, aber er muss auch gucken, dass er jetzt hier oben... Ja, er muss hier oben weiter Einheiten produzieren. Weil hier schwächelt seine Position gerade. JD hält hier erstmal nur dicht, damit auch der Nerdy keinen Konter starten kann. Guter Move. Gut gemacht. So, hier ist schön dicht. Ja. Ja, hier unten kann er gleich weiter sammeln, aber hier muss er eine Raffinerie hinsetzen, hier auch. Hier unten kann er hinsetzen. Muss er aufpassen, so. Hier fährt ein Panzer rum. Nerdy muss jetzt erstmal ein bisschen erkunden. Er hat seinen Bauf erstmal hier in der Mitte stehen gelassen. Wollte damit. Und das ist eben dieser Effekt, dieses Tech-Zentrum rauszunehmen. Ne? Man setzt den Spieler blind. Auf einmal hat er alles vergessen, was auf der Karte drauf war. Weiß nicht mehr, wo was steht. Und die Expansion sogar in diesem Fall gestoppt. Da auf jeden Fall jetzt Vorteil für JD. Schön, Expansion. Ja, hier vorne, sehr, sehr stark. Hier was hinsetzen, Raffinerien kannst du hier unten noch hinbauen, ein paar Gems mitnehmen, aber hier oben eine Frontbase errichten. Oh, das kann richtig, richtig Druck ausüben. Hier, Repbot wird viel zu wenig eingesetzt. Spart richtig Ressourcen. Ja, ein paar Panzer, aber die kommen nicht durch. Das ist zu wenig. Vorsicht, nicht alles verpulvern. Muss deinen kleinen Base hier auch ein bisschen schützen. Ja, hier kommen jetzt immer mehr Panzer raus. Ich befürchte, dass der Nerdy gleich von links durchstoßen wird.
Er ist durchgekommen, aber ja, nehmen hier zu viel Schaden. Aufpassen. Aufpasse. Kronos. Nee, Chronosphäre, Entschuldigung. Report raus. Oh nein. So, Angriff abgewehrt. Ja, das war auch zu wenig. So, Kanonen zu befehlen auch hier. Bisschen Grunddev. Falls der Null das gleiche macht wie du. So, switch deine Produktion nach gerade um. Hier kommt der nächste kleine Fünfer-Trupp, der durchfahren möchte. Fährt er auch, weil Nerdy ein bisschen zu spät reagiert hat. Will sich hier den Bau vornehmen. Und Nerdy fährt ihn, versucht ihn in Sicherheit zu bringen. Und das, ja, der war sogar noch in Reichweite der Türme. Und wird es schaffen, den zu halten. Also JD versucht hier richtig Druck aufzubauen. Aber muss jetzt aufpassen, hier fehlt noch eine Waffenfabrik. Produziert immer noch hier. Hat hier zwei Stück gebaut. Einer als Backup, alles gut. Ja, sagte ich doch gerade. Guck mal, Jenny hat mich gehört. Hier kommt sie an die Waffenfabrik. Kurze Wege. So, der Bauhof steht rum, ne? Die so ein bisschen am struggeln. Hier stehen zwei Bauhöfe mittlerweile rum. Tech-Zentrum hat jetzt links hingebaut, damit es nicht mehr so leicht rausgenommen werden kann. So, ne? Die muss jetzt erstmal expandieren. So, wäre vielleicht der Moment, hier ein paar Panzer umzuschalten. Dass auch ein paar Panzer hier stehen, die auch vielleicht auch mal von der Seite reinfahren können. Hier die Einheiten aufsplitten, obwohl, ja, hier sind zu viele. Das wird nicht so leicht. Also Panzerübermacht ganz klar beim Nerdy. Auch wenn er hier am Geldlimit gerade kratzt. Ja, den Sammler mal umlenken, JD. Nach hier hin. Ja, ein bisschen, der fährt nämlich immer wild. Irgendwo hin. Viel zu langer Weg hier. Hier ist doch noch viel Ernst, das geht viel schneller. Kannst du fast doppelt so schnell sammeln. Ja, hier will er jetzt auch ein bisschen dicht halten, dass hier nichts durchfahren kann. Nerdy noch nicht wieder mit Sicht. Der wartet jetzt. Der baut sich jetzt erstmal auf. Hier hat auch Schattengenerator gesetzt. So, ein paar Panzer, weil er einen Angriff von hinten befürchtet. Damit hat JD eigentlich genug Zeit, ein bisschen wieder auf grünen Fuß zu kommen. Seine Hauptinsel ist hier abgefarmt. Drei Sammler, die hier rumfahren und eigentlich nur noch Reste aufsammeln. Zweite Raffinerie jetzt hier mit zwei Sammlern. Hier unten jetzt noch ein, zwei Raffinerien. Sammler direkt rüberfahren, dann bist du direkt mit drei, vier Sammlern hier. Dann fließt das Spice auch richtig. So, jetzt kommt der JD mal von oben reingesneakt. Kann man auch gut machen. Ah, Nerdy gerade wieder mit Vollsicht. Schade. Hätte er vielleicht ein bisschen später erst gesehen. Bauhof wurde nicht repariert. Das will der JD sich hier zunutze machen. Will hier den Bauhof von Nerdy rausnehmen. Das macht er gut. Hinterherfahren. Nerdy fährt nicht hinterher. Bauhof raus. Ja, weiter geht's auf die Waffenfabrik. Die wird er wahrscheinlich nie mehr kriegen. Aber hier auf jeden Fall schon mal einen Bauhof weniger. Ja gut, er hat gerade hier zwei neue gebaut. Nicht so schlimm. So, jetzt auch hier ein nächster Angriff. Wieder fünf Panzer. Das ist ein bisschen so der Rider Squad. Das macht er nämlich auch gerne. Immer so in Fünfergruppen. Ja, ist aber schwierig hier durchzukommen, weil hier steht alles mit Türmen dicht. Die nehmen die Panzer instant raus. Keine Chance. Da kommt die nächste Gruppe ein bisschen größer. Aber hier, noch hier. Während hier die Gruppe immer größer wird. Würde mich nicht wundern, wie gesagt, wenn der Nerdy wirklich gleich von links nach rechts hier reinstößt. Und das, ja, könnte dann auch schon das Aus für JD. Oh, Chronobauhof. Deswegen hat er den gebaut. Hier direkt in die Basis vom JD rein. Und JD verkauft. Hat sogar die. Warum hat er verkauft? Kurzschlussreaktion? Oh ne. Eines verkaufen, ne? Das kann man schnell machen, wenn so gerade Nintendo nimmt, das Geld mitzunehmen, aber das war. Ja, der gerade wichtige Gebäude verkauft. Oh je, ich glaube, das war ein bisschen Überreaktion. Ja, schade. Hat er eingenommen. Ich wollte gerade sagen, der war doch gerade noch rot hier. Hat er mit dem Invasor aus seinem Bauhof hat er den eingenommen. Auch nicht schlecht.
Er hat zumindest eine zweite Kaserne. Kann er schneller Infanterie produzieren, wenn er möchte. So, nächster Stoßtrupp. Wieder hier oben rein, aber hier steht eigentlich genug, um das abzufangen. Zwei Sammler sind hier oben sogar geparkt. Ja, er kann sie nicht rüberfahren, deswegen, weil hier alles dicht steht. Und er hat hier kaum noch was zum Absammeln. Na, hat er sie lieber hier oben hingestellt, bevor die hier seine Raffinerie verstopfen. Sehr, sehr gut. Und jetzt Helis. Sehr schön. Nerdy schwenkt schon ein bisschen um. Sieht hier auch die mangelnde Luftverteidigung. In Form von nicht vorhanden. Ja. Und kann hier natürlich gleich dem JD jetzt hier einen richtigen Schlag versetzen, wenn er ein paar Helis maut. 6 Stück braucht er, um in einem Flug einen Bauhof zum Beispiel rauszunehmen oder eine Waffenfabrik. Frage ist, wie viele Helipads er baut, dass er die auch wieder schnell nachladen kann. Ja, geldtechnisch sieht bei beiden jetzt gerade ganz gut aus, aber irgendwie... Ja, hier kommen ein paar Panzer raus, hier aber nicht. Ja, aufbauen. Tut sich der JD jetzt hier rechts ein bisschen mehr. Dritte Raffinerie, die er hier gebaut hat. Hätte er vielleicht besser getan, hier mehr Sammler rüber zu schicken. Scheint auch gerade zu machen, dass er die Sammler hier ein bisschen rüber schickt. So, und jetzt wieder der Angriff von oben. Aber das, ja, er fährt durch, aber hier ist genug Verteidigung. So, zweiter Helipad. Hier wird gleich ein Heli-Angriff kommen, aber JD weiß das jetzt, dass hier Helipads gebaut werden. Könnte reagieren. Ja. Viel Schaden konnte er nicht anrichten. Ein bisschen auf Chronosphäre, ein bisschen an den Panzern, aber das war's auch. Ja. Hier unten. Hoppala. Ja, ein paar einzelne Panzer, die rumstehen, aber die sind auch gerade nur im Passivfeuer sogar. Doch jetzt bewegen sie sich nochmal. Gehen hier nochmal Richtung Waffenfabrik. Ist auch richtig, immer die Hauptgebäude. Das sind die Tech-Zentren, Chronosphäre natürlich, Waffenfabrik. So, von unten wird er auch nochmal reinfahren, aber das reicht nicht. Nee, das reicht nicht. Da kommt er beim Nerdy noch nicht durch. JD ja mittlerweile auch ohne seine Sicht, nachdem er das hier unten verloren hat. Ne, hat auf die Hauptbase vom Nerdy noch gut Sicht, aber nicht auf die linke Base. Wundert mich, dass Nerdy hier noch nicht durchgefahren ist. So, was haben wir hier? Tanjas. Jo. Mit denen kann er hier unten aufräumen. Kiste. Oh, nimmt der Sammler die? Oh, weicht noch aus. Schade. Ja, was haben wir hier? Tanja, 3 Stück hat er mittlerweile gebaut. Wenn er mit den 5 hier unten reingeht, dann wird er hier gleich alles aufräumen. JD konzentriert sich jetzt zu sehr auf... Ja, Nerdy mal im Gegenangriff. Ja, JD hat ja hier alles offen gelassen. Bauf rettet das schon, will er wegfahren. Und Nerdy nimmt jetzt mal seine Einheiten hier und fährt jetzt mal runter. Ein paar lässt er hier, ist okay. Weil JD muss ich jetzt auch hier verteidigen. Hat hier offen gelassen und Nerdy nutzt das Momentum, um hier einmal reinzugehen. Sehr, sehr schön. Ich habe hier diese Tanjas hier im Blick. Müssen wir aufpassen. So, was macht JD? So, er geht mal einfach in den Gegenangriff über. Genau, ihr seht hier unten, okay, verteidigen kann ich nicht viel. Dann fahre ich jetzt selber mal hoch und räume hier auf. Und wie es aussieht, scheint sein Angriff Wirkung zu zeigen, weil Nerdy zieht sich zurück. So, will er erst die Türme haben? Wird bis nach ganz oben fahren vielleicht, bis zur Chronosphäre. Ja, nimmt ihr noch lieber die Waffenfabrik. Hier bleibt genug unten stehen und ist auch nur eine Zeitverzögerung. Das hier unten wird er nicht halten können, weil er kann keine Verstärkung schicken. Doch, hier hat er was. Hier, die hätte er rüber schicken können, um hier wieder dicht zu machen. Dann hätte er den Angriff vom Nerdy erstmal zumindest ein wenig vereitelt. Hat aber nicht. So, jetzt kann Nerdy wieder runterfahren. Weil verstärkt ist er doch, jetzt kommt verstärkt. Aber auch gleichzeitig der Angriff von Nerdy. Ja, er wird durchkommen.
Oder? Ne, Nerdy macht nur dicht, wenn ich reinfahren. Er sieht doch alles. Ja, er sieht alles. Ne, hält die lieber wieder dicht. Weil er hat einen Plan. Ich habe irgendwas Chroniges gesehen, da oben. Ein Panzer? Hat er gerade einen Panzer per Chrono rübergeschickt? Hat er Chrono irgendwo in der Kiste gefunden? Er muss ja. Und hat einen Panzer rübergeschickt. Auch nicht schlecht. Vielleicht mal einen Bauhof nehmen. Hier ist noch eine Kiste. Ja, Kisten sammeln lohnt sich. So, da fährt ein Bauhof. Wo ist der BMT? Haben wir ihn verpasst? Nein. Der fährt bestimmt noch irgendwo rum. Könnt ihr ihn sehen? Ich sehe ihn gerade nicht. Doch, ne? Da? Ne, da ist der Bauhof. Wo ist der BMT? Ne, da ist ein Panzer. Ich suche mal gerade so auf der Map. Ich gehe mal ganz nah ran. Wo ist denn der BMT jetzt hin? Ich sehe ihn nicht. Unfassbar. Hier oben nur eine einzelne Einheit. Ja, hier ist ein Bauhof unterwegs. Wo ist der BMT hin? Der war doch ein BMT mit Tanjas. Wo ist er? Ist das hier? Nee. Wäre Schwachsinn. So, hier steht ein Bauhof rum. Oben geht JD auch schon wieder in den Angriff rein. Und hier ist gerade offen. Oh, oh. Weil die Waffen wird gerade rausgenommen. Jetzt kann er durchbrechen. Ey, 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 ey. Nerdy. Da wird eng. Na, die Helis waren schon unterwegs, aber 5 Stück, wie ich sagte, ne, braucht 6 für eine Waffenfabrik oder einen Bauhof. 5 reichen nicht. Müsste erstmal nachladen. So, jetzt hat aber Nerdy ein ganz anderes Problem, weil jetzt fährt JD in seine Basis rein. Und jetzt reagiert der Nerdy erst. So, Tech-Zentrum raus. Aber Nerdy hat ein Backup-Tech-Zentrum. Ja, den brauchst du nicht. Weiterfahren. Entweder machst du jetzt hier richtig Schaden. Ja, wird das Radar ausnehmen, weil er dachte, jetzt hat er ihm die Sicht genommen, jetzt will er ihm das Radar nehmen, aber wir wissen ja, Nerdy hat ein Backup-Tech-Zentrum, der hat noch Vollsicht. Eine Chronosphäre wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, weil die ist einfach teuer. Irgendwas mit irgendeinem Blödsinn kann er damit immer machen. Ja, Panzer sammeln sich hier unten. Hier oben ist der Angriff vereitelt. Na, hier ist ein Sammler unterwegs. Ah, hier unten kann man ja auch noch reinfahren, ne? Oh, aber wo ist dieser BMT? Ich suche den gerade, ne? Etwa kaputt gegangen? Ist der Angriff vereitelt? Oh, Chronowirbel. Ganz gefährlich. In der Nähe von JDs Basis. So, aufpassen, dass er nicht da reinfährt. Was ist denn hier? Ein Speedpanzer? Ja, der war schnell unterwegs. Ich wollte gerade sagen, wieder doppelte Geschwindigkeit. Nö. Der hat wahrscheinlich irgendeine Kiste mitgenommen. So, und Nerdy jetzt mit dem Angriff von hinten. Ja, der hat eine Kiste mitgenommen. So, und geht fährt jetzt hier rein beim JD in der Basis und hier ist kaum Verteidigung, ein paar Schützen, ja, da kann er drüber fahren. So, nimmt jetzt hier das Radar vom JD noch raus, aber der hat gerade wieder Vollsicht. So, sollte vielleicht mal hier die Kaserne rausnehmen, weil da kommen jetzt nämlich Rockets raus. Die nehmen hier so langsam seine Panzer raus. So, und JD verkauft. Die Base gibt er auf. Zum Teil zumindest. Alles hat er nicht verkauft. Den Bau verkauft er. Ja. Ne, ärgert noch. Gut, aber die Position hier ist verloren. Da wartet er jetzt einfach nur, ob Nerdy das rausnimmt oder nicht. So, hier oben das gleiche. Nerdy bricht hier auch durch. Wir sind in Minute 28 übrigens. Das hätte er schon die ganze Zeit machen können. Aber ja, mittlerweile ist hier wieder gut Verteidigung. Nerdy gerade beschäftigt hier oben. Aufpassen, dass er nicht zu viel hier verliert, sonst öffnet er auch wieder die Tür für JD. Helis sind auch schon wieder am Fliegen. Ja, die macht richtig. Sind auch mittlerweile 6. Die können jetzt gut rausnehmen. Ja, die Panzer sind gebunden. Hier ist auch verkauft, da ist auch verkauft. Ah, Fire Sale bei JD. JD gibt sich geschlagen. Sagt, das war's. Das kann ich nicht mehr drehen. Und gibt hier auf und lässt den Nerdy jetzt aufräumen und schick machen. Ein All-In. Was macht er? All-In? Alles rein. Alles rein hier. Komm. Ja, sieht so aus. Hat alles markiert. Alles rein beim Nerdy. Und hier gibt es noch einmal
ein letztes Gefecht. Hätte besser an links schicken müssen. Hätte ein bisschen Schaden anrichten können. Ja, hier ist zu viel Verteidigung. Hier wird er nicht viel reißen, aber gut. Das war ja jetzt eh verloren, das Match. Ist einfach nur noch aufräumen und Gutes. Ja, sehr, sehr cooles Match. Und ich war sehr begeistert von JDs Taktik. Hat den Nerdy richtig nur drüben gesetzt. JD, du hast den Nerdy richtig an Eier gehabt kurz, ne? Also, er musste echt kurz schwitzen. Aber dann über die Distanz hat er sich wieder fangen können. Ja, schade. Ich hätte es dir sehr, sehr gegönnt. GG an den Nerdy für deinen Sieg natürlich. Hier werden nur noch die letzten Einheiten aufgeräumt. Ist das denn hier Sammlerblockade, damit hier oben nichts reinläuft? Kann man auch so machen. So, ja, hier Sammler bewegen sich noch. Hier sind ein paar Rockets, hier sind ein paar Sammler. Komm, Leute, jetzt räum mal auf. Wir wollen die Statistik haben. Kann ein bisschen vorspulen, Leute. Müssen jetzt nicht so lange warten. So, ich gehe mal so weit vorspulen, wie ich kann. So, ja, gut 30 Sekunden müssen wir jetzt eben durchhalten. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen. Freue mich, dass ihr dabei wart. Kommentar, ein Like, ein Abo, alles Dinge, die uns sehr, sehr helfen. Und wenn ihr Bock habt, mal mit uns zu quatschen, mitzuspielen in der Liga oder einfach nur so, checkt gerne mal die Links in der Beschreibung. www.katastrophelp.com oder direkt auch unserem Discord join. Dort findet ihr super nette Leute zu fast allen Tageszeiten, die immer mal Lust haben auf ein schönes kleines Match von diesem alten, tollen Klassiker. Das war's. Match abgeschlossen. Ich bedanke mich bei euch und bis nächstes Mal. Ciao, ciao.